100 Jahre sind normalerweise ein gesegnetes Alter. Nicht aber so beim Artus Reiker-Nickersdorf, denn der Fußballverein ist rüstiger und spritziger denn je und nimmt sich für die nächsten 100 wieder einiges vor. Aber jetzt wurden die ersten 100 einmal gebührend gefeiert und der Einladung zu dieser Feier sind viele gerne nachgekommen. Herr Bürgermeister, 100 Jahre Artus Reiker-Nickersdorf, ein wahrer Grund, um zu feiern. Ja, das ist wirklich ein riesengroßer Grund zu feiern. Wir sind froh, dass jetzt eine neue Mannschaft ist, die was, ein neues Team um einen Wolf Gruber Franz, der was den Obmann jetzt da macht. Und da sind wir richtig froh, dass wir so ein ambitioniertes, engagiertes, neues Team haben. Ja, mit der Kampfmannschaft hat man viel Freude. Das sind der Tabellenerster. Die haben ja 29 Tore geschossen, ein Gegentor. Und jedes Spiel gewonnen, 6 Spiele, 18 Punkte. Das macht natürlich Freude. Aber auch mit der Jugendarbeit hat man Freude. Ja, das ist generell, in Nickersdorf ist die Jugendarbeit schon immer großgeschrieben worden, das ist aber die vorgehenden Obleute so gewesen und das tut auch der Wolfgruber Franz weiterführen. Und einen wesentlichen, das möchte ich einmal ganz, ganz explizit erwähnen, einen großen Teil dazu beigetragen hat der Herr Christian Erker, der war jahrzehntelang der Jugendleiter und von dem zehrt die Kampfmannschaft jetzt noch und darum ist sie auch so gut. Der Franz Wolfgruber hat mit seinem Team eine tolle 100-Jahres-Feier für Nickersdorf, für den Verein aufgestellt. Ja, danke mal für die lobenden Worte. Ja, wir haben versucht, also mit unserem Team, dass wir da trotzdem durch die Corona-Zeit durchgekommen sind und dass wir uns da wirklich zusammengerissen haben und da wirklich ein gutes Fest oder Feier veranstalten. Und es hat mich gefreut, es war gestern schon heute ein Turnier, das ist sehr gut über die Bühne gelaufen. Heute Vormittag haben wir die ganze Jugendturniere gehabt, das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt die Festlichkeiten, dann haben wir nachher um 17 Uhr Estave. Und wie schon ein paar Mal angesprochen ist, natürlich gegen Proleb 2 hoffen wir natürlich, dass die 3 Punkte bei uns bleiben. Musikalisch umrahmt wurde diese Feier von der Werkskapelle Prigl und Bergmeister Nickersdorf und viele Ehrengäste sowie Weggefährten waren gekommen, um zu gratulieren. Der Peter Erlsbacher vom Steirischen Fußballverband ist auch gekommen, um den Nickersdorfer Fußball zu gratulieren. 100 Jahre, das gibt ja eine tolle Feier her. Ja, es freut mich besonders, dass der Artus Nickersdorf, ich bin ja gebürtiger Leobner und wohnhaft jetzt in Bruck an der Mur, habe ich die Nähe, habe zum jetzigen Obmann Franz Wolfgruber ein gutes Verhältnis und es freut mich, dass eine neue Funktionärsriege gekommen ist und diese 100-Jahr-Feier hier stattfindet. Ja, und natürlich, Nickersdorf ist ein gestandener Verein. Mit der Kampfmannschaft haben sie ein bisschen ausgesetzt, aber jetzt sind sie wieder reinkommen, spielen mit der Kampfmannschaft Meisterschaft und heute gibt es gleich ein tolles Derby gegen Proleb 2. Ja, also ich hoffe natürlich, Artus Nickersdorf ist ein Traditionsverein, dass er so schnell wie möglich wieder die erste Klasse verlässt und in höheren Sphären. Sie sind ja, wie es aufgehört haben, haben sie in der Unterliga gespielt und da hoffe ich schon sehr und das schaut ja, glaube ich, gut aus. Der ASKÖ-Präsident Gerhard Wittmann ist gerne gekommen da, um zu gratulieren. Nickersdorf Fußball, 100 Jahre, das ist schon eine tolle Sache. Ganz richtig, ja, als Obersteirer bin ich natürlich ganz gern zu diesem tollen Fest heute gekommen, 100 Jahre Artus Nickersdorf, das ist schon etwas ganz Besonderes und es ist auch ein besonderes Highlight ist natürlich, dass es hier über 70 Jugendliche gibt, die betreut werden, erstklassig betreut werden und im Sport werden Werte vermittelt, spielerisch Werte vermittelt, die für das gesamte Leben eines Menschen von großer Bedeutung sind und für die Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung eines Menschen wirklich wichtig sind und das freut mich ganz besonders. Mit der steirischen Landeshymne klang diese Feierstunde aus, bevor es anschließend zum Meisterschaftsspiel Nickersdorf gegen Proleb ging. Und bei diesem Match wurde der Nickersdorfer Mannschaft nichts geschenkt, denn sie mussten sich jedes Tor redlich erkämpfen.